neue Staffel. Ab 17. Juli nur auf Sky. Einen Monat für nur einen Euro. Hallo Leute, George R. R. Martin hat letzte Woche ein sehr interessantes Interview gegeben und dabei über die großen Unterschiede zwischen Büchern und Serie und den verstorbenen sowie wiederbelebten Charakteren gesprochen. Dabei hat er allerdings eine mächtige Theoriebombe abgeworfen und das müsst ihr euch einfach anhören, denn er verriet ein überaus wichtiges Schlüsseldetail über die Menschen, die von den Toten zurückgebracht wurden. Also all die, die von den roten Priestern und Priesterinnen wiedererweckt wurden, sowie dem Nachtkönig, aber auch die Babys, die er zu weißen Wanderern verwandelte. Dabei sprach er auch über Lady Steinherz und wie Beric Dondarrion in den Büchern starb, dafür allerdings in der Serie noch lebt und dabei fiel das Detail, das im Internet seither die Theoretiker rotieren lässt und damit den Hype um die neue Staffel nochmal ein gutes Stück angehoben hat, die in spätestens 2 Tagen auch bei uns losgeht. Und wer noch nicht weiß, wo er sie sich anschauen soll oder so wie ich zeitgleich zum US-Release schauen möchte, dem empfehle ich ganz offiziell Sky Ticket. Denn für unter 2 Euro könnt ihr mit Sky Ticket ab dem 17. Juli die brandneue 7. Staffel von Game of Thrones inklusive Finale am 28. August genießen und es ist monatlich kündbar. Da ich weiß, dass sich unter meinen Zuschauern viele Zocker befinden, keine Sorge, Sky Ticket ist auch auf Smart TVs, Mobilgeräten und Konsolen verfügbar. Klickt einfach in der Videobeschreibung auf den Link, um zum Angebot zu kommen, dort findet ihr auch alle weiteren Informationen dazu. Kommen wir nun zurück zum Thema. Vor etwa einer Woche gab George R. R. Martin ein Interview und sagte dabei über Beric Dondarrion. Seine Erinnerungen schwinden, er hat all diese Narben bekommen, er wird physisch immer scheußlicher, weil er kein lebender Mensch mehr ist, sein Herz schlägt nicht, sein Blut fließt nicht durch seine Adern. Er ist ein Wiedergänger, aber ein Wiedergänger, der von Feuer anstatt Eis wiederbelebt wurde und jetzt sind wir wieder beim ganzen Feuer- und Eisding. All das erinnert uns stark an die Beschreibung Kalthans aus den Büchern, nur mit dem ultimativen Unterschied, dass dieser durch die Magie des Nachtkönigs verändert wurde. Letztendlich sagt er damit, dass Beric prinzipiell nichts anderes als einer der üblichen Wiedergänge ist, nur mit dem ausschlaggebenden Unterschied, dass er von der Macht des Herrn des Lichts wiedererweckt wurde und nicht der des Nachtkönigs. Also alle, die von der Macht des Herrn des Lichts wiedererweckt wurden, sind prinzipiell Feuerwiedergänger, wie zum Beispiel Beric Dondarrion, aber auch Jon Schnee. Da Beric mehr und mehr an Erinnerung sowie Menschlichkeit verliert, sollte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis auch er zur willenlosen Kreatur wird. Da Jon bis jetzt nur einmal gestorben ist, erscheint er uns noch sehr menschlich, aber man merkt auch, dass er sich bereits verändert hat. Jetzt könnte man sich fragen, wieso aber die Wiedergänger des Nachtkönigs aus zombieartigen Kreaturen und sogar Skeletten bestehen, die des Herrn des Lichts jedoch noch gut in Schuss sind. Das ist leicht zu erklären, da die meisten Wiedergänger, die wir uns in der Serie anschauen durften, aus toten Wildlingen bestanden, die gerade ganz frisch von den Eiswiedergängern auf brutalste Art und Weise zerfetzt wurden, oder wie in der Szene mit Bran, diese Toten wohl schon vor sehr langer Zeit an der Stelle gestorben und verrottet sind. Was auch erklärt, wieso sie dabei wie in einem Horrorfilm einfach aus dem Boden schießen. Weiterhin gehen die Produzenten in der Serie anders mit der Magie sowie Mythologie um, als George R. R. Martin es in den Büchern tut. Der größte Unterschied zu dem Thema ist, dass Daenerys in der Serie zu jeder Zeit 100% feuerfest ist und somit selbst ihre Haare nicht verbrennen. In den Büchern soll Daenerys laut Martin nur unbeschadet aus der Feuerbestattung Khal Drogos gekommen sein, weil es ein überaus magischer Moment war, bei dem jedoch ihre Haare komplett abbrannten und sie mit Glatze rumlief. Was uns zum nächsten Gedankenschritt bringt, denn vor allem Magie und Mythologie werden in den kommenden Staffeln eine überaus wichtige Rolle spielen. So sind sich im Internet die meisten dadurch bereits einig, dass die großen Unterschiede zwischen Buch und Serie nur noch größer ausfallen werden, was wiederum der Fantheorie-Community sehr zugunsten kommt. Wir sehen also, dass die Magie eine überaus wichtige Rolle spielt und für mich hört sich das Ganze zwischen den Zeilen so an, als würde sich der Kampf, der sich anbahnt, zwischen Feuer und Eis abspielen, sprich zwischen dem Herrn des Lichts und dem Nachtkönig und weniger zwischen den Menschen an sich. Könnte das etwa bedeuten, dass zum Beispiel der Herr des Lichts die Figuren, die wir so lieben, wie Schachfiguren benutzt? Wenn wir also nun gut oder böse anhand der Charaktere, die wir lieben, unterscheiden, wären dann alle, die vom Herrn des Lichts begünstigt wären, die Guten, aber das würde auch bedeuten, dass zum Beispiel Benjen Stark, der in der Serienversion von Kalthand aus den Büchern dargestellt wird, böse ist.
Da fragt man sich doch, inwieweit und wie lange er sich der Macht des Nachtkönigs noch widersetzen kann. Und obwohl ich persönlich bisher nicht der Meinung bin, dass Bran der Herr des Lichts sein könnte, werde ich mich doch noch hinter diese Theorie klemmen und es stellt sich natürlich noch eine Frage. Da der Nachtkönig bereits eines der mächtigsten Wesen zu sein scheint, die wir bis jetzt in der Serie gesehen haben, wie groß ist da die Macht des Gottes oder der Götter, die die Kinder des Waldes nutzten, um ihn zu erschaffen? Was meint ihr dazu? Lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like da, teilt meine Videos und abonniert im besten Fall meinen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu sein. Denn auch diesen Monat gibt es unter meinen Abonnenten etwas zu gewinnen. Und zwar diesen Original Stark Banner Magnetwappen, den es einzeln nicht im Handel zu kaufen gibt und das Xbox One Spiel Quantum Break aus meiner persönlichen Kollektion. Das Spiel an sich hat zwar nichts mit Game of Thrones zu tun, aber Aiden Gillen spielt eine wichtige Hauptrolle, uns besser bekannt als Kleinfinger. Und wenn ihr dabei seid, gebt meiner Facebook-Seite ein Like, vor allem für zukünftige Giveaways. Klickt dazu einfach bei meinem Kanalbanner auf das Facebook-Symbol. Und denkt daran, ihr könnt euch die gesamte 7. Staffel von Game of Thrones ab dem 17.07. bis zum Staffelfinale am 28.08. für unter 2 Euro mit Sky Ticket ansehen, gerne auch über Mobilgeräte, Smart TVs oder Konsolen. Klickt einfach in der Videobeschreibung auf den Link, um zum Angebot zu kommen. Dort findet ihr auch weiterhin alle weiteren Informationen dazu. In dem Sinne, bis bald und Valar Morghulis. Zeit zu zittern. Der Winter ist da. Die neue Staffel Game of Thrones. Ab 17. Juli. Nur auf Sky. Streame alle Staffeln mit Sky Ticket. Jetzt testen. Einen Monat für nur 1 Euro. Einfach monatlich kündbar. Hol dir Sky Ticket.